Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 4. Die letzte Folge war auch zugleich in der letzten Aufnahme. Das bedeutet, diesmal ist auch wieder eine neue Aufnahme vom Let's Play. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, was wir letztes Mal gemacht haben. Oh nee. Keinen Bock, mich wieder mit jemandem anzulegen. Verpiss dich. Ha! Yeah. Was? Der ist mir in meine Wohnung gefolgt? Dieser Bastard. Zum Glück ist die KI jetzt nicht so besonders schlau. Ah, er haut einfach ab. Okay, ich habe nämlich keinen Bock wieder. Was von meiner Lebensenergie? Wir haben mehr Waffen. Schon wieder ganz vergessen. Und das ist auch das Thema dieser Folge. Ich wollte nämlich wieder ein paar Waffen sammeln. Ich weiß, ist vielleicht ein wenig unglücklich, aber diesmal habe ich mir auch dabei geschrieben, welche Waffe das jetzt auch ist. Das heißt, wir können auch gleich schon mit, hoffentlich mit der nächsten Mission weitermachen, aber jetzt suchen wir erstmal Waffen, wie zum Beispiel die AK-74. Ha? Ist das nicht mehr was? Oh, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst, sondern habe auf meine Karte geguckt. Das war natürlich sehr schlau. So, eine AK-74. Ah, da haben wir eine. Jetzt fängt das wieder an, ne? Also, hier vorne müsste irgendwo eine sein. Nämlich hier so. Wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, unter der Autobahnbrücke. Ja, eher hier so, nicht ganz unter der Autobahnbrücke. Hier irgendwo müsste sich eine AK-74 verstecken. Das ist natürlich die wichtigste Waffe, die wir hier kriegen können. Eine M4 gibt's auch. Ach komm, verpisst euch doch alle. Lasst mich doch alle in Ruhe, ha? Ha! Macht sich unsere Waffe schon bezahlbar. Da vorne stehen die Bullen. Die haben das gar nicht mitbekommen. Das ist umso besser. Hoffentlich sagt er auch nichts. Wir drehen hier direkt mal wieder. Machen erstmal eine andere Musik an hier. Das geht ja gar nicht. So. Hier, Liberty Rock. Liberty Rock. Aber ich könnte mal bei mir die Lautstärke etwas lauter machen im Fernseher. Die regel ich nämlich in Killzone immer runter, weil das Spiel so laut ist. Und GTA 4 ist im Gegensatz dazu ziemlich leise. Naja. Wie auch immer. So. Wie gesagt, eine M4, also die Heckler und Koch. M4, die gibt es nicht auf dieser Insel. Cool. Ich glaube, da machen wir auch die nächste Mission bei Little Jacob. Aber erstmal holen wir uns hier die AK. Ich habe mir auch noch andere Waffen aufgeschrieben, die ich noch gerne hätte. Diese allerdings holen wir uns dann auch in den nächsten Folgen. Ne? Das habe ich mir jetzt gerade so gedacht. Ach, guck hier. Guck an, das ist zwar hier eine richtig abgeranzte Gegend. Du hast dein Ziel erreicht. Das ist ja wunderschön. Boah, ist das hier eine widerliche Gegend. Von Liberty City. Fuck! Wow! Alles klar bei dir? Du solltest weniger rauchen, mein Freund. Jetzt müssen wir gucken, irgendwo müsste hier eine AK liegen. Ich guck nochmal hier auf die Karte. Und nochmal hier zum Vergleich. Ja, hier müsste die irgendwo liegen. Wie gesagt, ich habe mir so eine ganz kleine Karte natürlich ausgedruckt, die ungefähr ein Viertel eines DIN A4 Blatts belegt. Es ist jetzt nicht so viel. Theoretisch müsste die Waffe hier irgendwo rumliegen. Müssen wir mal genauer einfach gucken.
Ehrlich gesagt kann ich mich nicht erinnern, dass ich hier überhaupt schon mal gewesen bin. Also hier muss irgendwo eine Waffe sein. Nur die Frage ist, wo? Kann man hier reingehen? Hier steht Studio. Nö. Nee, ich habe keinen Respekt. Erst recht nicht vor dir. Ja, eigentlich, theoretisch ist es hier so angezeichnet. Eigentlich müsste hier eine Waffe liegen. Das gibt's doch schon wieder nicht. Kann man hier irgendwo reingehen oder so? Was machen die uns hier alle so blöd an, ne? Kann man auch nicht rein. Das ist mir jetzt schon so ein bisschen suspekt, weil eigentlich war da angezeigt, dass es da eine Waffe gibt und da muss es da auch eigentlich eine geben. Also das habe ich jetzt aus von zwei unabhängigen Karten. Hä? Da oben steht einer drauf? Guckt euch das an. Wie dämlich ist das denn, bitteschön? Da steht einer auf dieser Feuerleiter. Aber wahrscheinlich ist das so eine Verlängerung von seinem Balkon oder... Naja, wie auch immer. Wie sieht's aus mit diesem Schrottplatz hier? Ich glaube, das ist eigentlich schon so weit weg. Also, so weit dürfte das nicht sein, theoretisch. Wo sind wir denn hier? Ich gucke nochmal genau nach. Nee, nee, nee. Hier kann es nicht sein. Also, das wird schon ziemlich genau auf diesem... Hier wird das so ungefähr angezeigt. Hier müsste die sein. Aber da ist auch noch diese Hochstraße oder diese Autobahn. Vielleicht kann man von der Autobahn irgendwo drauf springen. Von wo aus man sich diese Waffe krallen kann. Alter, hier kommt es auch nirgendwo hoch, oder? Schrecklich ist es. Schrecklich. Ja, also es ist schon die beste Waffe, die wir momentan kriegen können. Deswegen hätte ich die schon gerne und... Also steht der Typ da eigentlich immer noch? Ja. Hat anscheinend keine anderen Hobbys. Ich guck jetzt nochmal nach, aber eigentlich... Eigentlich müsste die AK da liegen. Sonst... So lange will ich mich damit jetzt natürlich auch nicht aufhalten, ist ja logisch, aber... So, hier müsste sie theoretisch irgendwo liegen. Haben wir schon geguckt, hier kommen wir nicht rein. Hier geht's nirgendwo rein durch diese Türen. Was auch immer ein BDA ist, was die Alte hat. So. Und hier oben ist die Hochstraße. Geh schon. Also hier ist ein Studio wahrscheinlich. Ist hier irgendwie so ein Fernsehteam oder so. Ja, was heißt Fernsehteam? So ein Fernsehsender, genau. Der hier irgendwo produziert. Und das hier ist der Hinterhof davon. Und ich gehe mal davon aus, dass da oben auf dieser Garage drauf eine Waffe liegt. Nur wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Markiere mir jetzt nochmal hier diese Straße. Da fahren wir jetzt auch mal hin mit dem Auto. So. Weil theoretisch müsste das da sein. So. Ah, gib mal hier ein bisschen Stoff. Und nicht gerade das schnellste Auto hier. So. Wie gesagt, zu lange will ich mich da jetzt auch nicht mit aufhalten. Weil ich wollte schon noch diese Folge mit einer neuen Mission anfangen. Aber das hatten wir bis jetzt noch nie, dass wir eine Waffe nicht gefunden haben. So, jetzt gucken wir nochmal ganz, ganz genau nach. Steigen wir mal kurz aus. Was haben wir denn hier? Ach, guck an, da oben drauf liegt die Waffe. Aber wie... Wie zum Fuck kommen wir da oben drauf? Also, da auf dem Dach, da liegt sie. Die Waffe haben wir schon mal. Aber ich habe mir schon wirklich, oder die Theorie habe ich ja schon aufgestellt, dass die guten Waffen
schwieriger zu finden sind. Und das ist die Bestätigung. Hier sind wir schon zu weit. Ich glaube, hier können wir runterspringen. Ja. Ah, hat noch nicht mal mehr wehgetan. Umso besser. So, hier muss er doch eigentlich liegen, da vorne. Yeah. Ah, für 30 Schuss. Die sind natürlich auch schnell weggeballert, aber... Ja, ich glaube, es lohnt sich wirklich, mehr die Waffen in der Mission zu holen. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Aber jetzt wissen wir schon mal, wo sich hier eine AK-47 befindet. Ich laufe da jetzt nochmal hin, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass da wieder eine neue gespawnt ist. Nee, das wird wohl so im 5-Minuten-Takt sein oder so. Das wird noch eine Weile dauern, bis da wieder eine neue Waffe ist. Ich muss mal sagen, die Grafik hier sieht schon echt klasse aus. Wie immer in GTA. Also, Aber jetzt nehmen wir erstmal die nächste Mission an gleich. Bei Little Jacob, der ist auch am nächsten entfernt. Dann machen wir mal was anderes. Okay, die letzte Mission war von Little Jacob, aber sonst hatten wir ja immer Vlad und Roman. Dass die Bullen nichts sagen. Aber jetzt nehmen wir mal wieder von Little Jacob an. Jetzt kommen die Bullen, ne? Ja, wie machen wir das jetzt? Erstmal die Bullen abhängen, ist ja ganz klar. Ups. Jetzt nicht so drauf geachtet. Scheiße, die kleben uns aber auch wirklich am Arsch, diese Penner, ne? Mann, das ist echt ein Krampf hier. Fuck. Wir müssen hier einfach nur raus. Aus diesem Bereich. Und da sind wir auch raus. Also eigentlich müsste der Stern gleich verschwinden. Wir sehen schon, dass er blinkt. Oben rechts. Gut. Dann kann es aufgehen zu Little Jacob. Gucken, was er vorhat mit uns. Er braucht auf jeden Fall unsere Hilfe. Haben wir nochmal einen mitgenommen. Ja. Richtig so. Aber wenigstens ist es jetzt auch abends nicht mehr so dunkel, seitdem wir den Kontrast etwas höher gestellt haben. Aber ich sehe gerade, die Folge ist gleich schon zu Ende. Gott. Ich habe so lange gebraucht, die Waffe hier zu finden. Aber war natürlich auch gut versteckt, muss man sagen. Die findet man nicht einfach so. Aber jetzt fahren wir erstmal zur Mission. Concrete Jungle. Welcome to the jungle. La 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 la. Ja, ich kann auf jeden Fall gut singen. Yo. It's Nico. Nico. Yeah, me bleach hard last night, you know. The sun come, yo. That's what I. What? Nico. Hey. Love to see the man, you know. Come to my man, Roman. Roman? He's okay. He's still waiting for his big break, eh? Big break. Sure. I promise I'll comfort to a fool in a Nico. A boy for creep before him can walk, you know. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Also entweder ist er total zugedröhnt, oder er ist wirklich müde. Ja, der ist zugedröhnt. Aber was hätten wir noch anderes erwarten sollen? Bring Jacob zum Apartmentblock in Willis. Dann machen wir das mal. So what's the deal? I'm buying some Cali off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I made a paranoid, I don't trust them. Who arranged this deal? Some armor shots in the crew. Bad man know them a long time, but I think them faced it. And if this goes wrong... Alter, der ist immer am Schniefen die ganze Zeit dabei. You think this is a setup?
don't know. I've been smoking hard, you know. Fucks with my brain and everything. Let me think all type of shit. I dread it, don't trust yourself, can't trust no one else, see? You can't shake no one with your fist between. Der labert zum Glück nicht so eine Scheiße wie Roman. Go around the back in case one of them try to get jumpy and run off with the ganja. Keep out of this vehicle, we might need to get out of here quick. Oh fuck, das hört sich schon verdächtig nach Verfolgungsjagd an. Das sehen wir allerdings in der nächsten Folge von Let's Play GTA 4. Bis dahin, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao und haut rein!